Ich bin Rodolfo, Rodolfo Hirzberger. 52 oder 25 Jahre alt, weiß ich nicht. Mit 5 habe ich mein erstes Konzert gehabt. Xylophon. Dann habe ich immer größere Tasteninstrumente gehabt. Orgel, Piano und so weiter. Ich könnte sagen, mein ganzes Leben habe ich Klavier gespielt. Alleine mit anderen Musikern. Tango und so weiter, weil ich aus Argentinien komme. Ich bin Austro-Argentinier. Mein Opa war Grazer. Vor vier Jahren habe ich ein Instrument entdeckt, Handpan. Das ist eine Mischung von Klopfen und Noten. Pom, 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 pom. Und ich habe das gesehen und es war so wie Liebe auf den ersten Blick. Seitdem habe ich nicht aufgehört, das zu spielen. Ich sehe mich in einer ruhigen Wohnung mit einer schönen, guten Freundin. Meditieren, viel Musik machen und Frieden ausstrahlen. Wenn ich über meine Talente sprechen kann, würde ich sagen, ja, Musik und dann mag ich Schauspielen. Ich mag, wenn die Leute lachen. Ticks, ja. Manchmal muss ich aufpassen mit den Nägeln, machen so, das ist komische Sachen. Nicht das, sondern keine Ahnung, das ist was ist blöde Sachen. Das ist bewusst werden und aufpassen. Hablo Español. Ich habe immer Spanisch gesprochen, bis ich 33 Jahre alt war. Dann bin ich nach Österreich gekommen. Meine Mutter hat mir ein bisschen geholfen mit Deutsch. Ich kann relativ Deutsch. Ich esse noch ab und zu Fleisch, aber nur Hühnerfleisch und Fisch. Sonst wenig Fleisch und hauptsächlich Gemüse und Obst. Tango Argentino kann ich nicht richtig tanzen, weil es so kompliziert ist. Ich kann nicht so nach Methode weder Musik machen noch tanzen. Ich tanze frei, ich improvisiere mit der Musik und Tango ist ein bisschen Algebra, so wie Deutsch. Es ist 4 mal 4 und dann so. Aber ich mag Tango zu schauen, wie die Leute tanzen und Tango spielen, kann ich auch ungut. Humor ist eine Sache, Laune ist eine andere. Ich bin manchmal, ich habe diese kleine Depression-Tendenz, die ich bearbeiten muss, damit meine Kunst besser wird. Das heißt, meine Laune könnte manchmal ein bisschen so neurotisch. Aber Humor ist, normalerweise habe ich gute Beziehungen mit den Leuten. Ich bemühe mich, dass die Leute sich gut mit mir fühlen, so dass ich kleine Witze mache und so weiter. Die typische Clown-Geschichte, innerlich jetzt mir so verrückt und chaotisch und Depression und alles, aber draußen. Bier. Celine Dion kenne ich nicht so gut, Rammstein kenne ich ein bisschen, ich würde Metallica, nicht sehr oft, aber schon ab und zu, das mag ich schon. Only Hanf. Originell, lustig, bewusst, kreativ, Friedenssucher. Anpassen. Ein allgemeines Gefühl von bewusste Liebe und Frieden.